erstmal einen Kaffee. Das ist meine Leinwand hier. Auf der soll es heute bunt werden. Also ich habe mir ganz viele bunte Farben hier hingestellt und Werkzeuge. Palettenmesser habe ich hier einige liegen. Oder Malmesser, Pinsel, flüssige Farbe und feste Farbe. Ja, starte ich doch gleich mal durch hier. Ja gut, dann ist der erste Schritt schon getan. Ich habe hier ein tolles Rot. Ja, ist richtig schön. Lassen wir mal Schmetterlinge fliegen heute. Mich hat ein Blumenstrauß inspiriert. Es gab schon Tulpen. Und ja, diese bunte Vielfalt, die will ich heute hier mit Orange und Gelb und Rottönen auf die Leinwand bringen. Also irgendwas Florales, aber ganz abstrakt. Ja, das wärmt doch jetzt schon. Ich auch noch ein bisschen erdiger werden lassen. Ja, ich weiß noch nicht genau. Die Farben passen toll zueinander, finde ich gerade. Also es sieht gut aus. Da nehme ich nochmal was davon dazu. Geh nochmal. Ich bin so ein bisschen luftig, aber auch erdig. Also so ein bunter Blumenstrauß finde ich super. Guck mal, was passiert, wenn ich hier mit Schwarz beigehe. Ja, das Schwarz finde ich ganz gut, dass das passt. Und ja, es hat sowas. Ja, ich weiß auch nicht. Ist auch nicht so wichtig. Ich gebe jetzt einfach nochmal Gelb dazu. Und das sind jetzt für mich so diese Tulpenblätter im Grunde genommen. Zumindest denke ich da gerade dran. Ich möchte auf jeden Fall pastig arbeiten, also wie jetzt hier gerade. Und dann aber auch flüssig. Also diese beiden Punkte sind für mich wichtig heute. Und ja, denk daran, mach auch deine Werkzeuge zwischendurch sauber. Gerade wenn du mit Gelb arbeitest. Also du kannst die Farben ja toll miteinander mischen und überall so weiche Übergänge reinziehen, weil die Farben ergänzen sich einfach alle, bis auf das Schwarz jetzt. Und deshalb kannst du pastig arbeiten, die Farbe einfach stehen lassen oder ganz weich mit der anderen Farbe verbinden. Und dann probieren wir gleich nochmal eine andere Farbe. Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt das Grün dazugeben? Also Grün und Rot? Na, was ergibt das? Genau, ich probiere mal das jetzt hier zu verstreichen und du siehst, die Farbe ergänzt sich ebenso. Also du kannst auch wunderbar hier das Grün hingeben und mischen und auch gleichzeitig den Farbton so lassen. Das ist ein tolles Spiel mit der Konsistenz der Farbe heute. Aber auch im Wechsel zu ganz flüssig. Also das probieren wir jetzt auch mal. Du siehst, so entstehen auch richtig Blüten. Ja, ich kann auch hier richtig rumschmieren und die Farbe auch wieder etwas wegnehmen, reduzieren. Ja, oder mit den Händen malen. Rosa. Ja, guck dir die Tulpen an. Also die haben wirklich immer alle Farben. Sehen so schön aus. Ja, komm, da können wir auf der anderen Seite auch noch Gelb dazugeben. Wir haben auch bald Ostern, fällt mir gerade ein. Wie komme ich jetzt darauf? Ja, Blau
passt noch dazu, finde ich. Jetzt bin ich wieder quasi auf der Wiese. Lassen wir die Farbe noch mal anders laufen. Oh, jetzt nimmt es auch das Rot noch mal mit, wie du sehen kannst. Und ja, blöd. Ah, diese Sprühflasche funktioniert immer irgendwie nicht. Aber das, ja. Was mache ich jetzt? Farben mischen, nass in nass. Ja, alles dabei heute. Dreh auch ruhig mal die Leinwand. Und ja, diesen Farbton finde ich ganz schön jetzt. Den kann ich doch hier auch noch raufsetzen. Bisschen angetrocknet jetzt und ich fand den Farbton sehr, sehr schön und den möchte ich jetzt hier noch mal drüber ziehen. Genau, deshalb ist die Farbe auch schon ein bisschen trocken. Ich habe gerade noch mal einen Kaffee getrunken. Es ist dunkel draußen, es stürmt und deshalb, ich brauche heute unbedingt mal einfach einen Kracher. Ich überlege gerade, ob ich jetzt die Form der Blätter oder der Tulpen oder was auch immer nochmal aufgreife. Ich probiere jetzt einfach erstmal nur rum. Mal gucken. Was für ein Knallorange. Ich hoffe, die Kamera kriegt das nachher auch so wiedergespiegelt. Thank you.
gerade total schön für mich. Es ist so wie Gräser, die da im Wind wehen oder ja, lauter Blumen, lauter bunte Blumen. Und der Wind weht so über die Wiese und ja, das Gras bewegt sich. Und ja, im Grunde genommen könnte hier auch noch so Grashalme hin, also einfach nur so Linien in so ein Grün, könnte ich mir jetzt vorstellen. Das würde nochmal ganz gut passen. Es hat so was Luftiges und ja, so eine Freude strahlt das Bild aus. Also ich hatte eigentlich den Farbton hier noch mir hingestellt gehabt, aber ja, ich glaube, ich lasse es so erstmal. Ja, ich lasse es so, lasse es jetzt trocknen. Jetzt kann ich erstmal sowieso nichts machen und ja, es ist grau, es stürmt, es regnet und richtig schlechtes Wetter haben wir. Und das hebt jetzt sehr meine Stimmung. Es ist toll, mit diesem pastosen Auftrag mal zu arbeiten und ja, aber auch die flüssige Farbe dabei zu verwenden oder auch einfach mal kurz raufzuschmeißen. Also du kannst hier dich richtig, ja loslassen, wie so oft. Aber ja, es macht gerade ganz viel Spaß oder es hat gerade ganz viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt sehr darüber, mir das auch angucken zu können. Ich hoffe, die Farben trocknen alle so ab und ja, es ist ein wunderschöner Tulpenstrauß. Jetzt fast zu Ostern, also passt doch, einfach machen, ne? Also schön, dass du da bist, hab einen ganz schönen Sonntag. Ach, schau mal, ich habe nebenbei noch Lesezeichen gemacht für die Bücher mit den Widmungen. Ich habe einige Bestellungen und die lege ich jetzt einfach mit rein. Als ganz herzliches Dankeschön. Ja, es hat viel Spaß gemacht, das Bild zu malen und es ist jetzt so ein Freudenklecks in einer grauen Zeit gerade. Und wenn ich darauf gucke, dann erinnert mich das immer an diesen schönen Moment des Malens und darum geht es. Also es muss am Ende niemandem gefallen, du musst dich nicht rechtfertigen oder sonst irgendwas, behalte das für dich und male auch für dich, bitte. Darum geht es mir immer. Und ja, wie du Farben mischen kannst in der Praxis, dazu habe ich dir auch was in meinem Buch geschrieben. Du siehst heute, oder hast du verschiedene Wege gesehen, du hast Blumen gesehen, du hast gesehen, wie man die tatsächlich auch so malen könnte oder diesen weichen Kontrast zu den harten Abgrenzungen. Also nimm einfach immer was mit und sammel und lass es dann selber dem Ganzen einfach deine eigenen Flügel wachsen. Also viel Spaß dabei und genieße deine bunte Wiese der ja, Lebendigkeit, der Freude, des Friedens ja, und ja, alles das, was du dir rein wünschen möchtest. Viel Spaß dabei. Danke, tschüss. Thank you.